restlichen Akkus lasse ich erstmal so. Also, Batterien kommen, sie sollten jetzt nicht von den Akkus weggefressen werden, weil die Akkus einen vollen Stack haben in ihrer roten Kiste. Das heißt, sie tappern hoch bis zu der Einfangkiste hier. Das ist eine rote Kiste, das heißt, die rote Kiste stellt es zur Verfügung. Von da aus kann es dann hochgeflogen werden zu den Fabriken und daraus werden hellblaue Tränke gemacht, die ich dann bald brauche, um die Power Armor zu erforschen. Sollte soweit also alles gut sein. Klauen wir hier den Stein und da den Stein und mach daraus komplett Landfill. So, und jetzt kann ich weiter tüfteln. Muahahaha. Auch wenn ich es immer noch sehr irritierend finde, dass ich vergessen habe, wie das Muster war. Waren die vielleicht mit dem Rücken? Ja, die waren mit dem Rücken zueinander. Das heißt... wirklich so. Ich baue es jetzt einfach mal ganz lange weiter nach unten. Momentan sieht es nicht so aus, als wenn es ein ordentliches Muster gibt. Ein ordentliches Muster gibt. Aber wer weiß. Weil das sieht vertraut aus. Fabrik, Ärmchen, Kiste, Kiste, Ärmchen, Fabrik. Ein frei und dann das Ganze nochmal. Also könnte ich das hier theoretisch copy-pasten. Habe ich schon Roboterports? Nein. Muss ich auch noch ändern. Und Licht wäre ganz toll. Mach Licht einfach immer mal dazwischen. So. Ihr könnt weg. So, das heißt... hier... wie ist jetzt die Reihenfolge? Wenn man auf die Fabrik guckt, ist rechts das blaue, ist rechts das Eingangsärmchen. Wenn man auf die Fabrik guckt, ist rechts das Eingangsärmchen. Ja, also rechts Eingang, links Ausgang. Und ich brauche viel mehr Kisten. Bau, 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 bau. So, Kiste, Kiste, Ärmchen. Das heißt, hier ist es so rum. Also die Ärmchen zeigen immer die richtige Richtung, also in die gleiche Richtung. Das heißt, da kommst du. Ich habe keine blauen Ärmchen. Jungs. Blau Ärmchen. Gut. So. Nächste Reihe Fabriken. Flup, flup. Das ist jetzt ein Block. Das ist ein Block. Dann kommt jetzt wieder einmal Abstand. 1. Kiste, Kiste, 1. So, und hier haben wir langsam keinen Platz mehr. Ein Abstand. Ärmchen, Kiste, Kiste, Ärmchen, da. Das sieht wie ein schönes Ende aus. Da, da, da. Und da kommt hier eine Reihe Kiste hin, denn das ist... den ganzen Platz hier brauche ich auch gar nicht, oder? Nö. Okay, also ich kann das hier komplett einmal runterziehen. Das neue Fabrikmuster. Ist allerdings ziemlich nah an dem Außenbereich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht soll ich das Ganze erstmal nach hier innen schieben? Weil wir haben ja nicht so viele Dinge, die hergestellt werden müssen. Ja, ja. Gerade mit den Horrorgeschichten, was jetzt Flächenangriffe und so weiter angeht, ist es okay. Aber ich weiß wenigstens wieder, wie das Muster war. Das hat mich nur am Anfang ziemlich irritiert, dass es so, ja, unsauber ist. Weil es halt so verschoben ist, aber gut. Mit. Das heißt, wir fangen einfach mal hier so an. Den Rohbau ist ein bisschen doof, oder? Aber ne, hier sollte okay sein. Das heißt... Fabrik, Fabrik. Ärmchen, Kiste, Kiste, Ärmchen. Du stehst jetzt falsch. Die stehen jetzt alle falsch, alle Ruheports. Aber das ist okay. Ich werde die Ruheports einfach dann hier an die Ecke und dann einmal außenrum um diesen Fabrikkomplex machen. Ist jetzt natürlich doof, aber pff, was soll's. So. Rein, 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 rein. Raus, 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 raus. So. Wo
wollte ich anfangen? Ich wollte anfangen mit der Drahtgeschichte, grünen Chips und so weiter. Das heißt, ich nehme dich jetzt mal weg. Ich setze dich hier oben. Was? Hier oben ran, dann bist du genau schräg drüber. Okay. Dann ist hier jetzt der eine Abstand. Das heißt, wir könnten hier Draht herstellen. Draht. Hä? Da, Draht. Shift rechts, Shift links. Das wird weitergereicht. Dahin, dahin. Und hier werden grüne Chips hergestellt. Dum, dum. Ärmchen gehen so. Natürlich auch Stromversorgung weitermachen. Da, da, sehr gut. Da oben kommt irgendwas anderes hin. Ich weiß noch nicht was. Ich könnte daneben jetzt... Ja, das geht. Oh, das ist eine schöne Idee. Ich mache das Ganze hier auch nochmal so. Ist ja alles auf einer Höhe. Das kann ich immer schön einfach erweitern. Dann mache ich nicht hier grüne Chips hin, sondern ich mache die hier und hier hin. Und mache hier rote Chips hin. Da irgendwas ganz anderes. So, weil dann kann ich hier zwischen die auch noch verbinden. Zack. Und dann verbinde ich hier zwischen auch noch. Da, da. Alles mit Strom. Du bist gerade, ja. So. Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Und Shift rechts, Shift links, Shift links. So ist das gut, oder? Finde ich schon. Das heißt, wir kriegen Kupfer von oben für grün. Grün wird weitergereicht nach da. Grün wird weitergereicht nach da. Wird jetzt nicht reichen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich kann das Ganze ja verX-fachen. Ich nehme einfach diesen Cluster und baue ihn irgendwo anders hier drin in dem System nochmal auf. Wir haben drei Poles Abstand in die Richtung, drei Poles Abstand in die Richtung, ist alles gut. Ja, sauber. Das lasse ich dann demnächst so laufen. Rein, rein. So. Okay, noch ein Blauäppchen. Das lasse ich demnächst so laufen. Momentan wird es noch nicht hinhauen, weil nicht genug Roboter da sind. Wir haben jetzt schon... Also 16 Roboter sind noch frei, das ist richtig. Aber sobald ich sowas hier anfangen würde mit Kupferplatten irgendwo hinfliegen und so weiter, dann wird es garstig. Also ich sollte eigentlich zwischendurch auch immer wieder schön die Dingens hier bauen, die Flying Frames. Da, wofür Batterien fehlen. Batterien werden gerade für alles gebraucht, was doof ist. Achso, und wo war bei diesem Muster Licht? Hi. Achso, hier. Da kann Licht hin. Also hier wäre das nächste und da und da. Das passt denn soweit auch. Okay, noch kurz die letzten Ärmchen setzen. Und dann werde ich... Ja, ich mache das testweise, glaube ich mal. Ich werde das mal testweise an und gucke, wie die Auslastung ist. Das heißt, da, 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 blau. Schon mal für später. Und hier auf der linken Seite. So. Ausgangskisten braucht ihr auch noch. Irgendwie stelle ich mich, glaube ich, gerade ein bisschen dusselig an, was die Platzierung von den ganzen Sachen angeht. Aber es ist für mich noch ungewohnt. Weil ich habe diesmal irgendwas anders gemacht. Ich habe vor die Kisten irgendwie anders umgestellt oder keine Ahnung, aber irgendwas verwirrt mich gerade. So. Eine Sache, die jetzt hier auch geht, ist Shift rechts, Shift links. Und jetzt fordert er... Was? Das ist doof. Also was toll ist, ist, dass es mit Shift rechts, Shift links jetzt geht. Ich kann jetzt Shift rechts auf eine Fabrik machen und Shift links auf eine Kiste. Und er fordert die Kiste genau das an, was die Fabrik braucht. Allerdings... Guckt euch das mal an, das ist halt genau das, was es braucht.
Wobei da auch Copper Cable dabei ist und Copper Cable braucht das Ding ja gar nicht. Aber bei manchen Fabriken ist es halt praktisch, weil... So nicht. Das heißt, das muss schon mal raus und das muss erhöht werden. Aber ich muss wenigstens die Sachen nicht mehr raussuchen, die dahin geliefert werden. So, Shift rechts, Shift links. So, bei dir... Shift rechts, Shift links. Würde er jetzt grüne Chips brauchen, die brauche ich nicht mehr und Draht brauche ich auch nicht. Also nur noch Plastik. Ich glaube, das Raussuchen von Plastik wäre schneller gewesen, als das so zu machen. Also und alle Kisten beschränken. Standardmäßig immer auf 2. Später können wir das immer noch ändern. So, Shift rechts, Shift links. Ja, doch, ist ein Ticken schneller. So, jetzt sind alle Roboter ausgelastet. Also, Kupfer kommt, Kupfer wird zu Draht gemacht. Draht wird noch nicht zu Chips gemacht, weil kein Eisen angeliefert wird. Doch, sollte es. Irgendwann. Gut, also Eisen wird angeliefert, es werden grüne Chips rausgemacht, grüne Chips werden weitergereicht, also werden erstmal reingereicht hier, dass es auf Vorrat ist, werden weitergereicht zu den roten Chips, da kommt noch kein Kupferdraht, da kommt jetzt Kupferdraht und es fehlt nur das Plastik. Plastik wird angefordert, ist aber glaube ich noch gar nicht im System. Das muss ich mir mal anschauen. Also Plastik ans System anschließen und gucken, ob ich mir irgendwo Batterien stibitzen kann, um mehr Roboter zu bauen. So zum Beispiel. Bau 26 Flying Frames. Du bist auf Cap. Du nicht wirklich. Was fehlt dir? Grüne Chips fehlen dir. Ja, sind ja auch bald im System, ne? Gut, was soll ich noch? Wollte Plastikstibitzen, genau. Also ins System einverleiben. Mache ich idealerweise hier hinten, oder? Da. Dann intelligentes Ärmchen. Da. Die einmal abbrechen, bitte. Und Logistikbots bauen, so. Dann mache ich hier ein intelligentes Ärmchen und das stibitzt sich immer dumm. Plastik. Aber nur, wenn Plastik im System... Was? Das war schon richtig. Plastik im System kleiner als... kleiner als Plastik. Nein, kleiner als... 200 ist. So. Jetzt ist Plastik im System. Plastik kann abgeholt werden und hochgebracht werden zu der roten Chip-Produktion. Und damit sind die jetzt schon ausgelastet und wir haben noch nicht mal angefangen mit hier Fließbändern, Zahnrädern, Tränken und was weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob es auch so eine Alternative ist. Also ob wir überhaupt wirklich komplett mit Robotern arbeiten können. Ich bin das jetzt halt seit 3 oder 4 Staffeln gewöhnt, dass wir mit Ditec und Bobtec und was weiß ich richtig schnelle Roboter haben. Aber wenn wir die gar nicht haben können, ist das denn überhaupt eine richtige Option? Also ging es in Vanilla? Damals, Staffel 1 und 2. Ich glaube, ab Staffel 3 war es nämlich schon, Ditec. Ja, ich glaube schon, aber es waren irgendwie 800 Stück und es war tierisch laut und der ganze Bildschirm war voller fliegende Ameisen. Muss ich gucken, muss ich gucken. Roboter sind alle ausgelastet, richtig. Lass die Roboter frei. Ja, jetzt sind 64 ausgelastet. Wobei sie auch erstmal alle Kisten füllen müssen. Das ist schon okay. Wie schnell kommen die Batterien rein? Ich will mehr Roboter bauen. Ziemlich schnell. Okay. Bau mehr. Woran hapert es jetzt? An roten Engines. Rote Engines werden drüben hergestellt und ich weiß schon, was ich jetzt dafür brauche. Ich brauche nämlich ganz viele Pipes. Weil Pipes war eine Sache, die wir, glaube ich, von Hand immer einwerfen mussten bei denen. Weil die auch noch nicht automatisiert sind. Hier alles gut. Ja, mehr als gut. Ist bei den Fuel Blocks alles gut? Mehr als gut. Schön, 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 schön. So, du. Das ist kein Stahl. Okay, machen wir. Erstmal brechen wir das alles wieder ab. Dann hätte ich gern. Oh. Ich kann keine blaue Kiste bauen, weil ich keinen Stahl habe und
Ich muss die blaue Kiste bauen, damit Stahl dahin kommt. Also wieder runterlaufen. Aber die... Oh. Ah, das habe ich nicht bedacht. Eventuell gibt es keine superschnellen Roboter mehr. Also keine 10 Speedstufen oder was auch immer. Aber vielleicht hat ja der Mod-Autor von Hardcore dafür gesorgt, dass die Speed-Upgrades mehr Speed bringen. Als in Vanilla. Sollte ich mal nachgucken. Ich weiß noch nicht, wie viel Speedbonus das war. Ja, hier, Logistik-Speedbonus 40%. Logistik-Speedbonus 35%. Das war jetzt 35% schneller. Und das nächste macht das nochmal 40% schneller. Weil ich glaube, in Vanilla war es weniger. Das heißt, es gibt nicht so viele Aufstufungen von Speed und Tragkraft wie in Vanilla, aber dafür sind sie hier größer. Und dadurch müsste es ungefähr vielleicht am Ende doch so schnell sein wie bei Dytek und Co. Das wäre sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut. Baukisten. Also es besteht noch Hoffnung für die Roboterarmee. Wo wollte ich jetzt hinschmeißen? Hier wollte ich hinschmeißen. Du kriegst erstmal eine rote Kiste. Du kriegst eine blaue, in der du alles anfasst, was man dafür braucht. Kann ich das vielleicht doppelt anklicken? Dann kommt alles zwei, dreimal rein? Nein, filtert immer nur das Gleiche. Okay, du hättest gerne so. So. So, Zeug. Die können mal raus. Bau mehr. Den kriegst du von mir schon mal Stahl. Zahnräder habe ich auch noch ein paar. Und Rohre wollte ich auch machen. So. Einfach rein damit. Ja, du bist falsch rum. Du bist sinnlos. Hä? Wo hast du deine grünen Chips herbekommen? Das ist komisch. Vorderan, nicht rote. Vorderan, grüne Chips. Hier. Naja, das ist eine Logistikkiste, die nicht beschränkt ist. Dinge explodieren. Also ich glaube, das hier oben sollte erstmal okay sein. Es werden wieder rote Engines hergestellt. Die kann ich dann nachher anfordern. Damit Roboter sie mir bringen. Hier ist alles gut. Wie zum Geier. Keine Muni. Das tut jetzt weh. Oder auch nicht. Hat nicht so viel kaputt gemacht, wie ich dachte. Genau, bitte einmal alles da neu setzen. Das wäre echt super. Noch was? Ja. Splush. Danke, dass du den Turm neu gesetzt hast, der keine Muni hat. Das war auch mitten beim Raumschiff. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, nächste Folge kümmere ich mich ein bisschen um die interne Sicherheit, was Sniper-Türme angeht, weil die haben schon wieder keine Munition. Habe ich die auch wirklich eingestellt? Richtig eingestellt? Ja, sollte die richtige Munition sein. Da hapert es wieder, wahrscheinlich weil ich nicht genug Kupfer oder Eisen reingeschmissen habe. Und dann baue ich hier auch noch ein, zwei Sniper-Türme, damit das Raumschiff sicher ist. Weil wenn das kaputt geht, ne, dann ist wahrscheinlich Ende. Glaube ich, zumindest. Also bis gleich.